Hallo und herzlich willkommen zur Audi Masterclass hier live aus dem Kongresszentrum in Davos. Mein Name ist Isabel Riederer und ich freue mich sehr, dass Sie heute zugeschaltet haben. Ganz besonders freue ich mich natürlich über unsere heutigen Gäste. Matthias Ekström, er ist seit 1993 Rennfahrer. Aktiver Rennfahrer, hat zweimal die DTM gewonnen, ist viermal das Race of Champions gefahren und gewonnen, Rallycross-Weltmeister, dreimal bei der Rallye Dakar dabei und seit über 20 Jahren Audi-Fahrer mit einem kleinen Unterbruch, aber den zählen wir nicht. Und du liebst Herausforderungen unter Extrembedingungen, ob es in der Wüste Saudi-Arabiens ist oder hier in Davos auf Eis und Schnee. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Und wie schon erwähnt, du bist seit bald 30 Jahren Rennfahrer. Wie hat sich deine Karriere in den letzten Jahren verändert? Also der größte Unterschied für mich ist ja, dass wo ich angefangen habe, dann war es ja am Vergaser an den Motor und die Reifen war ja nicht besonders Hightech, Fahrwerk war auch nicht so ausgeprägt. Dann über die Jahre hat sie sich ja alle mehr und mehr verändert und jetzt in den letzten paar Jahren extrem auf Elektro. Und ich glaube, das extremste Projekt bislang ist ja das Dakar-Auto, wo man stellt auf komplett neue Grenzen oder gibt neue Herausforderungen vor. Spannend, da kommen wir nachher nochmal darauf zurück. Mein zweiter Gast, und ich freue mich auch sehr, dass er hier ist, ist Bastian Rosenauer. Du bist bei Audi Sport tätig und warst unter anderem federführend für die Entwicklung des S1 e-tron, des Audi S1 e-tron Quattro Unitron. Ein Zungenbrecher. Eine Frage, welche Rolle spielt Audi Sport in Bezug auf die Entwicklung von Serienfahrzeugen und was genau machst du bei Audi Sport? Also erstmal, den Namen habe ich mir nicht ausgedacht. Also ich glaube, wir können auch einfach Unitron sagen. Sehr gut. Genau, ja, also Audi Sport ist zuständig für die Entwicklung aller RS-Modelle bei Audi und natürlich macht Audi Sport auch das ganze Thema Motorsport, Kundensport. Und ja, meine Tätigkeit ist, ich bin Konzeptentwickler und bei mir geht es im Prinzip los mit einem weißen Blatt Papier. Man legt fest, okay, Fahrzeug, die Länge, die Höhe, so viele Insassen und so weiter. Ja, und dann wird das Ganze eben immer detaillierter und es entsteht ein Fahrzeug. Interessant, da kommen wir auch nochmal zurück. Und die große Frage oder die Frage ist vielleicht, warum sind wir heute hier bei der Audi Masterclass zusammengekommen? Ganz einfach. Wir wollen über die neuesten Techniken in der Elektromobilität sprechen, über die Möglichkeiten und den technologischen Fortschritt bei elektrischen Antriebssystemen. Und dazu erhalten wir einmalige Einblicke von Matthias und Bastian aus dem Motorsport. Und später wird noch ein weiterer Experte dazukommen, der uns über den Wissenstransfer und natürlich die Elektromobilität auf der Straße und im Alltag etwas erzählen wird. Vielleicht ist es Ihnen noch aufgefallen, wir haben hier ja noch zwei weitere Gäste in der Runde. Einerseits den Audi RS e-tron GT, die rein elektrische Speerspitze von Audi und natürlich den Unitron, wo wir dann später auch noch mal ein bisschen mehr darüber erfahren. Matthias, du warst vor kurzem noch in der Wüste Saudi-Arabiens und hast da an der Rallye Dakar 2023 zum dritten Mal, also jetzt an dieser teilgenommen, aber zum dritten Mal warst du dabei. Und natürlich sind wir mega gespannt auf deine Eindrücke und was du erlebt hast. Aber ich glaube, am besten sehen wir uns das einmal kurz an und sprechen nachher drüber. If your technology proves in these conditions, it proves everywhere. For us, this is absolutely the best future lab. And then you see this little stone. So devastating. The last bit of hope was gone. After these setbacks, the team was even more motivated to keep the last car in the competition. Unglaubliche Bilder, Matthias. Und die Strecke an der Rallye Dakar in der Wüste Saudi-Arabiens ist, glaube ich, 8500 Kilometer lang. Also ein Marathon, den man dann da fährt. Und ich denke mal auch, dass man da sein Fahrzeug richtig gut kennenlernt. Was waren deine wichtigsten Erkenntnisse nach diesem Ritt durch die Wüste Saudi-Arabiens mit der zweiten Generation des RSQ e-tron?
Also es hat ja sehr gut angefangen mit dem Prolog. Da war ich ja der Schnellste. Und da waren wir auch bewusst, dass wir würden in der Spitze mitkämpfen. Auch die erste Prüfung hat dann Carlos Sainz gewonnen. Wir haben am Anfang auch mitgekämpft um die Führung, dann ein kleiner Fehler. Aber danach war der Rest von der ersten Woche sehr hart. Wir haben immer noch gute Zwischenzeiten, einen guten Split. Aber es gab ein paar Probleme mit vielen Plattfüßen. Wir haben auch ein paar Unfälle, wie man schon gesehen hat, mit Carlos und Stefan. Dann habe ich meine bekannteste Szene, einen Stein getroffen, sehr unglücklich und hatte eine Radaufhängung gebrochen hinten. Und somit ist ja alles von Euphorie, um zu kämpfen um den Sieg, um Podium, relativ schnell runtergekommen. Und dann neue Energie geladen und dann die zweite Hälfte von Rennen versuchen, wieder in diesen Rhythmus zu kommen, das wir eigentlich von Anfang haben möchten. Und das kann man ja sagen, das hat ja gut gelungen. So die zweite Hälfte war ja positiv. Aber um die Podiumplätze war ja halt nichts mehr zu sprechen, sondern am Ende, glaube ich, waren wir 14. Aber 2024 kommt vielleicht schneller, als man denkt. Und ihr seid ja auch schon in den Vorbereitungen. Von daher dürfen wir auch gespannt sein. Auf jeden Fall. Also Dakar ist ja ein einmaliges Event. Passiert ja nur jedes Mal im Januar. Und die Vorbereitungen laufen ja, wie schon gesagt, vor nächstes Jahr. Debriefings, Vorbereitung, Verbesserungswünsche und, und. Und dann gibt es ja ein paar Testfahrten und Testrallies. Und dann fährt man ja dahin wieder und versucht, diesen richtigen Gefühl zu finden. Und auch die richtige, sag mal, Herangehensweise, dass man auch von Anfang an mit in die Spitze fahren kann, aber auch so viele frei wie möglich die zwei Wochen durchfahren kann. Was ist eigentlich das übergeordnete Ziel, das Audi mit der Teilnahme an der Rallye Dakar verfolgt? Also ich glaube, das Wichtigste ist ja zu zeigen, dass diese innovativen Antriebe funktionieren. Mhm. Und das haben wir ja zweimal bewiesen, weil die zweimal, wo wir jetzt da waren, war das nicht das Problem, sondern andere Kleinigkeiten, was üblich ist mit Reifen, Stoßdämpfer, Fahrwerksteile. Aber wir wollen ja alle siegen. Ist ja kein Geheimnis. Ich mache auch Motorsport, weil ich mag siegen. Und kann man nicht gewinnen, dann wünscht man, dass die Teamkollege das macht. Hat keiner einen Sieg, dann muss man am Podium und am Pokal. Und gibt es keinen Pokal, dann ist ja eigentlich der Rest auch egal. Wie schon erwähnt, du bist seit über 20 Jahren Audi-Fahrer. Du kannst auch bereits jetzt schon auf eine wirklich legendäre Karriere zurückblicken mit tollen Titeln, die du dir erfahren hast. Wie hat sich dein Sport verändert durch die Einführung von elektrischen Antriebssystemen? Ich muss ja sagen, ich habe ja eine gute Karriere, Hauptsache in DTM. Und dann, wo ich damit aufgehört habe, ein Jahr Rallycross oder zwei gefahren. Und dann war ja so die Karriere so, vielleicht zu Ende, wenn man Ende 30, Anfang 40 kommen. Und dann kam die Boom mit Elektroautos. So, ich hatte ein bisschen auf der Rundstrecke gefahren und dann das mit ein bisschen, sag mal, Offroad. Und da lernt man halt dann komplett neue Technologie. Früher haben wir viel Energie für Aerodynamik und für Fahrwerk. Jetzt kriegt man viel, viel mehr Ingenieure für Software, Einstellungen, was möglich ist, was muss man bedenken. Das Fahrweise mit dem E-Auto ohne Getriebe ist anders. Man kann dann jede Sekunde genießen, eine volle Rückmeldung vom Gaspedal. Drehmoment und Leistung hat man gefühlt immer da. Und das ist halt was, ich wünsche manchmal, dass ich sage, eine Karriere über alle verschiedenen Zeiten, dann habe ich ja das zwei Zeiten überleben dürfen. Und das mit E-Autos finde ich schon was Tolles, das zu lernen. Mhm. Wir sitzen ja jetzt hier neben einem weiteren Schritt der Elektrifizierung, einem Prototypen, der eigens, also das Fahrzeug, ist, zeigt im Extremen, was Elektrotechnologien leisten können. Und der Hunitron wurde extra gebaut für den ungekrönten Driftkönig, für Ken Block. Und ich glaube, in diesem Fall sagen Bilder manchmal mehr als 1000 Worte. Hi, I'm Ken Block, rally driver, and I also do rallycross and gymkhana. I'm a really lucky bastard. I had this great
business career doing DC. And then I've transitioned that to this race career. And not only have I gone out and raced and been able to win races and reach a pretty high level of racing, but then to have like this Gymkhana series, like that sort of career alone there is insane. So to combine those two, yeah, I'm a really lucky bastard. Oh my gosh. Wow. He said it. I can drive this. I can do donuts outside. Oh boy, what's that noise? It's already first corner, it's already making noises. Vorsprung Dirk Technik. I try and inspire people to be creative and live a fun life. And don't be an asshole. Leider ist Ken nicht mehr unter uns, aber er war mit ein Grund, weshalb Audi diesen weiteren Schritt in der Elektrifizierung des klassischen Motorsports gegangen ist. Bastian, du hast mit Ken zusammengearbeitet am Hunitron-Projekt. Was geht dir durch den Kopf, wenn du diese Bilder siehst? Ja, also natürlich bewegt mich das, weil wir hatten wirklich eine richtig coole Zeit. Und es ist einfach schade, dass es nicht weitergeht. Ja. Also mit Ken nicht weitergeht, ja. Genau. Und es war toll, mit ihm zusammenzuarbeiten und auch an dem Fahrzeug zu entwickeln. Und wir haben auch noch weitergearbeitet und ja, es ist so. Ken Block war ja ein Pionier und gerade auch so Menschen wie er, die Pionierleistungen erbringen, die über die Grenzen hinausgehen. Wie wichtig sind solche Menschen für euch, auch bei Audi Sport, um eben ja, neue Projekte anzureißen? Also es war natürlich super spannend, ja. Und Ken Block war eben ein außergewöhnlicher Rennfahrer, aber auch insgesamt eine außergewöhnliche Person. Und ich sag mal, der hat natürlich dann auch viele tolle, kreative oder verrückte Ideen gehabt. Ja. Und das ist natürlich für uns super spannend immer gewesen, die Dinge dann auch umzusetzen und auszuprobieren. Und ja, also es war wirklich toll, mit ihm zusammenzuarbeiten. Welchen Stellenwert hat der Hunitron für Audi? Also bei dem Fahrzeug ist es natürlich so, dass wir Dinge getan haben, auf die man vielleicht nicht normalerweise drauf kommen würde, ja, wenn man jetzt so ein Fahrzeug entwickelt. Es ist eben nicht weder ein normales Straßenfahrzeug, noch ist es, sage ich mal, der klassische Motorsport, sondern es ist eben was ganz Spezielles. Bei dem Fahrzeug, zum einen haben wir eben für das Elektrikana Funktionen umgesetzt, die es so bei einem Fahrzeug vorher nicht gab. Ja, und es setzt halt auch Anreize, vielleicht auch für Straßenfahrzeuge, vielleicht nicht unbedingt das eine oder das andere, was wir gemacht haben. Also, aber manche Dinge kommen vielleicht auch mal an, ja. Spannend. Matthias, du kanntest Ken auch und du bist auch ein großer Fan. Und letztes Jahr in Österreich, im Rahmen der Ice Experience, konnte Ken dein Rallye-Auto, also dein Dakar-Rallye-Auto fahren, testen auf Schnee. Und ihr habt damals ausgemacht, dass du im Gegenzug den Hunitron fahren darfst. Und das haben wir gestern, beziehungsweise du durftest das gestern, die letzten zwei Tage umsetzen, hier in Davos im Rahmen der Audi Driving Experience. Und diese erste Begegnung schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Und du kannst uns noch ein bisschen was dazu erzählen, denke ich. Du kannst das gerne frei kommentieren. Reden. Also hier ist nur eine kleine Einweisung, wie das Auto funktioniert. Sieht man auch das Bike-Reifen, was wir drauf haben, weil es ist ja ein bisschen Eis und Schnee hier. Mhm. Und für mich habe ich ja den Glück, dass Ken ziemlich ähnliche Größe hat wie ich. Ich musste nichts ändern, sondern nur reinsetzen und hat von Anfang gut gepasst.
Und das Schwierigste zu vorstellen, wenn man da sitzt, ist ja die Füße relativ hoch. Die Sicht nach vorne ist ja relativ begrenzt, weil man so weit hinter sitzen und niedrig, so Art wie DTM fast. Und ja, wie du schon vorher gesagt hast, habe ich eine gute Beziehung mit gehabt, weil früher hat er auch gegen mich gefahren in Rallycross-WM. Mhm. So habe ich ihn kennengelernt, aber dann, seit er bei Audi dabei war, habe ich ihn auch bei GP Eishers da getroffen und er hat ja Spaß gehabt, den Dakar-Auto zu probieren und da war der Deal, irgendwann tauschen wir, aber wie schon jeder weiß, das ist schon traurig, verunglückt und die Motorsportszene vermisst schon, ich glaube, die größte Pionier in alle Zeiten, wenn es um, wie sagt man, was außergewöhnlich für Motorsport zu machen. Definitiv, ja. Bastian, das Rallye-Fahrzeug von Matthias und der Hunitron sind ja beides Spezialanfertigungen. Kannst du uns so einen Einblick in diesen Entwicklungsprozess geben, wie das vonstatten ging, dass das Fahrzeug diese Performance dann auch erbringen kann? Sehr gerne. Also erstmal, was sehr sportlich war, war die Zeit. Also wir hatten 8 Monate von diesem weißen Blatt Papier bis zu dem ersten Test mit Ken Block. Und er hat das Fahrzeug nicht geschont, das kann ich sagen. Ja. Im Endeffekt war es so, wir waren in der Corona-Pandemie. Das Fahrzeug wurde mehr oder weniger in Wohnzimmern, in Küchen, in Schlafzimmern entwickelt von den verschiedenen Konstrukteuren. Wir waren ein recht kleines Team, aber über alle Bereiche verteilt, also auch nicht nur Motorsport, auch Serienentwickler, also wirklich kreuz und quer in der Firma. Und ja, haben dann am Anfang hatten wir so unterschiedliche Konzepte verglichen, wie können wir das machen. Und was ich richtig cool fand, war, dass wir uns eigentlich für das wirklich krasseste Konzept entschieden hatten, was uns so einfiel. Ja. Und genau das haben wir umgesetzt mit dem Fahrzeug. Und wir schauen es ja nachher noch an. Genau, das machen wir. Hat euch Ken Block gesagt, also das und das möchte ich gerne im Auto haben und ihr habt das dann umgesetzt? Oder auch als das Auto dann auf die Straße kam, also dann ging es ja wahrscheinlich auch an den Feinschliff mit Ken Block zusammen. Genau, also wir hatten also in dieser, ich sag mal, das eine war so die Entwicklungsphase und dann haben wir das Fahrzeug gebaut. Natürlich, das ging nicht mehr im Homeoffice, ist auch klar, ja. Und dann da war es auch so, dass wir in regelmäßigem Austausch, in engem Kontakt mit dem Hunigan-Team waren. Und wir haben eben, genau wie du es gesagt hast, so eine Art Anforderungsprofil gehabt und hatten gleichzeitig das Design, das einen sehr extremen Entwurf sich einfallen hat lassen. Ja. Und dann war eben das Auto fertig und wir haben begonnen zu testen. Das Fahrzeug war vom Grundsatz her, war immer unser Ziel, es ganz einfach und minimalistisch zu halten. Ja. Es sollte keine Funktion haben, die man nicht braucht. Ja. Also keine Sitzheizung? Nein, auf keinen Fall. Und ich habe dann noch gesagt, einen Scheibenwischer, für was brauchen wir das? Ja. Man dreht niemals bei Regen in ein Driftvideo, ja. Völliger Quatsch. Aber ja, wir waren jetzt schon mehrmals im Schnee auch und ja, auch Scheibenwischer und auch Scheibenheizung. Also es nach wie vor hat das Fahrzeug nichts, was es nicht brauchen würde. Und gut, und dann eben ging es dann irgendwann an das Testen. Und das war, ich würde sagen, das war dann so die Kreativphase, wo es dann darum ging zu gucken, ja, was können wir denn jetzt mit einem E-Fahrzeug auch an Manövern fahren und was könnte man tun, was eben so jetzt mit dem Verbrenner nicht möglich wäre. Und da haben wir dann eben auch so immer neue Ideen umgesetzt, gemeinsam auch mit Ken Block, ja. Und ganz spannend ist ja, also du hast ja schon alles Mögliche an High-Performance-Fahrzeugen in den Händen gehabt und gelenkt und gesteuert. Wie war das für dich jetzt, den Hunitron hier zu fahren? Und was hat dich so am meisten fasziniert? Und ich glaube aber, bevor du uns das beantwortest, schauen wir uns an, wie das war gestern hier in Davos, wie du mit dem Hunitron den Flierle-Pass hinaufgejagt bist und auf der Eisfläche driften konntest.
schon sehr beeindruckende Bilder. Wie war das für dich? Das ist ja, als Schwede ist es ja immer was Tolles, wenn man auf Schnee und Eis fahren darf. Und vor allem, wo ich letzten Sonntag durfte ich den alten, echten S1 in Schweden fahren. Mhm. So, ich hatte den direkten Vergleich. Und dann ist er schon eine andere Liga. Also die Gewichtbalance, die Inertia, wie das Auto sich bewegt mit dem Motor. Das heißt, man hat sofort die Response vom Gaspedal. Meine Fly-Off-Handbremse gab es auch nicht in den alten Auto. Dann ist es ja schon, man merkt direkt, dass der Center of Gravity so niedrig ist. Das Auto fährt sich mehr wie Bügeleisen und bewegt sich kaum. Und das auf einem so eine kleine Passstraße, ich meine, das ist ja so ein kleiner Traum, dass man überhaupt so fahren darf. Und die Luxus, dass man die beiden Autos innerhalb einer Woche fahren darf, ist ja richtig Luxus. Das ist wirklich toll. Und das Tolle ist ja auch, also die Passstraße ist ja wirklich gesperrt. Also du warst da ganz allein. Also ja, ich hatte nur ein paar Mal habe ich ja auch ein paar Tourenski-Leute gesehen. Nur gesehen von weitem. Ja, ja. So, ich war nicht ganz alleine. Aber nein, also das ist ja ausnahmsweise, dass man in der Schweiz eine Bergstraße oder Passstraße für sich alleine hat. Und in dem Zustand mit dem Wetter und alles, da kann man nur genießen. Und das erinnert mich sehr viel an Monte Carlo. Mhm. Weil so fährt sich Auto auch ein bisschen, so wie die im Rallye Monte Carlo fahren auf Schnee und Eis. Und das macht schon unheimlich viel Spaß. Das hat man auch gesehen. Und das Spannende ist ja auch, was wir jetzt da gesehen haben auch, wie ist das überhaupt möglich? Also was macht dieses Fahrzeug so besonders, dass dieses Fahrzeug so driften kann? Wollen wir jetzt am Auto angucken? Genau, also ich glaube, wir wollten zum Fahrzeug gehen. Wir gehen am besten mal gucken, wenn wir es schon hier haben. Genau, also vielleicht, ich glaube, Matthias, du darfst dich mal reinsetzen. Also klar, ja, was macht das Fahrzeug aus? Natürlich durch den E-Antrieb habe ich, so wie es der Matthias auch schon gesagt hat, ein sehr direktes Ansprechen des Antriebsstrangs und auch der tiefe Schwerpunkt durch die Batterie und auch an der richtigen Stelle die Batterie. Ist das Fahrzeug auch sehr gut ausbalanciert. Ja. Also es gibt da noch so Themen, im Endeffekt ist es so, dass wir in dem Fahrzeug, wie es der Matthias angesprochen hat, die Fly-Off haben. Genau. Und dann gibt es hier noch so ein paar Funktionen am Lenkrad. Hier einmal haben wir einen roten Knopf. Und einmal haben wir hier noch zwei Shift-Pedals am Lenkrad, wobei ich jetzt nicht verraten werde, für was die da sind. Also der rote Knopf ist ja immer so ein Geheimnis und ja, das muss jeder selbst denken. Das sehen wir dann oder das können wir nachher noch erraten. Aber etwas, das ich auch mitbekommen habe, und zwar das befindet sich am Heck. Genau, also das ist eben auch bei dem Fahrzeug sehr wichtig. Also man sieht auch jetzt, der Fly-Off-Hebel ist nicht einfach nur eine Stange, sondern das ist alles ein bisschen designt und das war eben auch wichtig bei dem Fahrzeug, dass es jetzt nicht nur, es ist natürlich sehr performant, ja, klar durch den E-Antrieb und der kann auch Sachen, die man jetzt nicht, die andere Fahrzeuge nicht so können. Aber es ging eben auch immer um Style und ich habe ja gesagt, wir haben das extremste Konzept umgesetzt und es war eben auch deshalb so wichtig, weil wir sonst dieses Design nicht beibehalten hätten können. Ja? Und es war eben sehr wichtig, dass das Fahrzeug wirklich richtig krass aussieht am Schluss. Genau, und am Heck, das ist eben auch so ein Feature. An einem normalen Rennwagen, vielleicht würde man das nicht sehen, aber an dem Fahrzeug haben wir eben auch zum Beispiel hier ein OLED-Rücklicht, ja? So die Zukunftstechnologie, die wir auch an Serienfahrzeugen sehen werden bald. Mhm. Also so, das ist so viel zum Styling von dem Fahrzeug. Sehr gut. Matthias, du bist ja das Auto gefahren. Wie war es für dich, so diese Features auch zu spüren? Also die Geheimnisse darf ich ja nicht verraten. Im Großen und Ganzen fährt sich ja so wie ein Rallye-Auto, muss man ja sagen. Und wenn man aus meinem Haarnadel kommt und man die Fly-Off-Bremse hat, dann ist es ja nicht so schwer gut auszusehen, wenn das Auto dann Allrad hat und Quattro. Dann gibt man am Gas und dann kommt die Leistung. Das sieht das schon bildschön aus sofort. Im Video hat das unglaublich toll ausgeschaut. Man sieht ja relativ gut aus, muss ich sagen. Also wenn man ein gutes Auto fährt, das sieht man auch gut aus. Dann muss man ja sagen, wenn man
auf Schnee fährt, dann entscheidet ja auch die Reifen viel den Grip und wie schnell man fahren kann. Aber wie schon vorher gesagt, das ist eh so Monte Carlo auf Schnee, wo man so ein bisschen schwebt den Berg hoch. Das finde ich, hat schon was. Was ist denn gerade auch der rein elektrische Antrieb jetzt im Vergleich zu einem Verbrennungsmotor? Wie kann man das irgendwie vergleichen, jetzt gerade auch in Bezug aufs Driften oder auf diese Performance, dass das Auto da bietet? Gibt es da so, kann man das irgendwie sagen, dass das für den elektrischen Antrieb oder mit einem elektrischen Antrieb, das hat diesen und diesen Vorteil? Ja, also im Endeffekt, das Fahrzeug hat ein extrem hohes Drehmoment. Mhm. Das heißt, man kann sagen, das, was man am Gaspedal macht, kommt auch 1:1 unverzögert an den Rädern an. Das mit dem roten Knopf, was du vorher angesprochen hast. Ich glaube, wir schauen uns dazu jetzt noch ein zweites Video an. Und da werden wir, glaube ich, auch erahnen können, wofür der berühmt-berüchtigte rote Knopf da ist. Genau. Beim S1 Funitron wollten wir zeigen, was durch die Elektromobilität möglich ist. Das Fahrzeug hat zwei unabhängig voneinander angetriebene Achsen. Dadurch kann man das Drehmoment voll variabel verteilen. Man kann mit dem Fahrzeug genauso schnell rückwärts fahren, wie man vorwärts fahren kann. Das ist auch ganz cool. Und man kann extrem schnell zwischen Vorwärts- und Rückwärtsgang hin und her schalten. Sehr spannend. Also jetzt wissen wir, wofür der berühmt-berüchtigte rote Knopf, glaube ich, ist. Ich glaube, auch unsere Zuschauer zu Hause haben das verstanden. Noch eine Frage zum Honitron. Bastian, warum macht ihr so ein Projekt? Gut, also jetzt die spontane Antwort ist, es macht einfach viel Spaß. Aber natürlich geht es um was anderes. Es geht darum, neue Dinge auszuprobieren und eben auch Dinge zu erforschen, vielleicht auf die man sonst nicht kommen würde. Ich meine, das war ja auch genau das. Ken Block hatte eben auch sehr viele coole Ideen und hat uns da auch inspiriert. Und das haben wir eben dann auch in dem Fahrzeug getestet. Aber das hat dann schon auch davon profitiert dann Audi Sport auch. Also eben gerade, sagen wir mal, so ein rollendes Versuchslabor schon fast, wo man dann wirklich auch profitieren kann, eben vielleicht für zukünftige Serienmodelle. Genau, also das Coole ist eben auch, dass wir eben auch gerade sehr eng verzahnt auch mit der Serienentwicklung an dem Fahrzeug gearbeitet haben. Das heißt, das Know-how muss gar nicht zu den Kollegen irgendwie transferiert werden, sondern es ist schon dort. Ja? Mhm. Und ja, das ist natürlich super auch für die Serienfahrzeuge. Sehr spannend. Und zu den Serienfahrzeugen kommen wir ja noch, weil wir haben ja noch den Audi RS e-tron GT hier. Aber ich sehe, wir haben spannende Fragen von unseren Zuschauern erhalten. Und da möchte jemand wissen, und ich glaube, diese Frage geht an dich, Matthias. Was war die größte Herausforderung dieses Jahr bei der Rallye Dakar 2023? Also die größte Herausforderung war wahrscheinlich, sich motivieren, die Tage, wo es ein bisschen hart war. Wenn man ein Rallye fährt, wo 2 Wochen lang ist und man schon ein bisschen den Anschluss verliert, dann muss man sich ja jeden Tag neu motivieren und voll konzentrieren vor allem, weil das ist und bleibt gefährlich. Und irgendwo die Motivation zu finden, dass man wieder die Konzentration auf 100% kriegt, ist nicht immer so leicht, wenn man müde ist und den Blutlecken von einem Sieg weg ist. Dann haben wir noch eine Frage bekommen. Sind Programmierer mittlerweile essentiell bei einer Panne mit Fahrzeugen wie dem S1 Hunitron oder dem RSQ e-tron E2? Boah, das ist jetzt... Ja, wir haben also, eine sehr gute Frage. Also eine Panne ist... Ein Breakdown? Also wir haben ja gesehen bei uns. ich hatte fast von den 3 Mal, wo wir angehalten haben, haben wir es einmal selber geschafft, einmal mit Hilfe, weil wir hatten nicht alle Teile. Da musste Carlos Teile geben und dann kamen die Hilfsleute und hat uns unterstützt, weil wir haben so Notwerkzeuge dabei. Und einmal, dann habe ich die am Telefon gehabt und Rat und Tat, weil das Auto ist so komplex, dann muss man fast Ingenieur sein, wenn komplexe Sachen passieren. Sehr, ja, das
definitiv. Dann haben wir noch eine letzte Frage. Welche Arten von Fahrzeugen eignen sich am besten fürs Driften? E-Antriebe sind ja hervorragend, ja, weil man die E-Maschinen super dosieren kann und man hat kein Getriebe. Das heißt, man hat dadurch auch viel mehr Freiheitsgrade. Warum sollten die E-Antriebe deswegen nicht besser geeignet sein? Kann ich mich nur zustimmen, so wollte ich sagen. Und ich freue mich jetzt sehr, dass wir einen weiteren Gast bei uns in der Runde begrüßen dürfen. Hallo Olli. Hallo. Oliver Rudolph, herzlich willkommen. Es freut mich, dass du da bist. Du bist Instruktor bei der Audi Driving Experience, genau. Und da im Speziellen zuständig, oder du testest und bist Experte für die Elektromodelle von Audi, insbesondere dem Audi RS e-tron GT. Mhm. Und wir sind ja jetzt hier in Davos, auch während der Audi Driving Experience. Was macht ihr da oben eigentlich genau? Im Grunde genommen, was momentan gerade läuft, sind Fahrtrainings hier oben am Flühlerpass. Wir sind hier für so 2,5 Wochen in dem Bereich und da kann sich jeder übers Internet, der eine gültige Fahrerlaubnis hat oder 21 ist, da kann sich dort anmelden. Das Ganze nennt sich Audi Ice Experience. Mhm. Und wir geben den Leuten da, vorher hat es der Matthias schon gesagt, die Möglichkeit, auf dem Flühlerpass zu fahren. In meinen Augen absolutes Privileg. Audi Schweiz hat es tatsächlich geschafft, dass wir den Pass komplett exklusiv für uns haben. Wir fahren dort oben im Q4 und die Leute können mal sehen, wie sich das Fahrzeug fährt auf schneebedeckter Fahrbahn. Komplett alles genauso auf den Pfaden von Matthias. Also nicht ganz so schnell, denke ich, aber es macht unheimlich viel Spaß, hat man gesehen. Und parallel dazu wird mit dem Blauen hinter mir, mit dem RS e-tron GT, fahren wir auf einer Dynamikfläche. Das ist eine Eisfläche. Da war auch der Matthias drauf. Und die Leute haben dort das Fahrzeug oder mal die Möglichkeit, das Fahrzeug praktisch instabil zu fahren mit komplett ausgeschaltetem ESC in einem Slalom beziehungsweise auch mal einem Powerslide zu fahren. Das heißt, wirklich zu driften. Das ist so der Traum von jedem. Und das kommt sehr gut an. Sehr schön. Wir waren ja jetzt mit euch sehr, sehr sportlich unterwegs und ich glaube, es ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt mit dir, Olli, dass wir das ein bisschen zurück auf die, also die Elektromobilität zurück auf die Straße bringen und in den Alltag. Du warst selber im Rennsport aktiv und testest jetzt eben die elektrischen Serienmodelle. Du kennst also beide Seiten auch und ich bin jetzt sehr gespannt, wie so deine Eindrücke sind, gerade in Bezug auf den RS e-tron GT, bezüglich Fahrverhalten und Performance? Ja gut, bei dem Auto, ich denke, wenn man sich die Leistungsparameter mal anschaut, ist man auf einem richtig hohen Niveau. Das Ganze ist wirklich auf dem Level. Das ist das stärkste Fahrzeug, das Audi letztendlich für die Straße gebaut hat. Wir haben 646 PS im Boost-Modus und sonst gut oder knapp 600 PS, mit denen man unterwegs ist. Wir setzen das Fahrzeug bei der Audi Driving Experience auch ein. Wir setzen es ein für Touren, das heißt, da kann der Kunde das Fahrzeug über Pässe fahren und hat dort die Möglichkeit, ihn zu erleben. Und gleichzeitig auch auf Rennstrecken, wobei man sagen muss, auf Rennstrecken macht er sehr gute Figur, aber ist natürlich kein Rennwagen. Ja, ich denke, die ganze Erfahrung, die man bei Audi hat, die floss mit in das Auto mit ein, das ist klar, aber ich war selbst in der Entwicklung mit dabei bei dem Fahrzeug, bin dort die Stresstests gefahren und war sehr beeindruckt, vor allem welche Akribie, dass man bei Audi da an den Tag legt, dass das Fahrzeug perfekt abgestimmt ist. Mhm. Man hat zum Beispiel eine super Gewichtsverteilung in dem Auto, die ganzen Assistenzsysteme sind perfekt abgestimmt und last but not least ist es halt so, dieser elektrische Quattro, dass der die Straße, die Leistung wirklich auf die Straße bringt, ist sehr beeindruckend und das macht er hervorragend. Mhm. Und gerade auch, was du jetzt gesagt hast, eben diese Performance, was sind so deine Eindrücke gerade in Bezug auf die Verbesserung bzw. die Möglichkeiten unter solchen extremen Bedingungen mit dem elektrischen Antrieb? Ich meine, du bist es dir auch gewohnt aus Schweden, so kalte Temperaturen, Eis und Schnee. Aber wie ist das, welche Verbesserung bringt die Elektromobilität unter solchen Bedingungen? Also der größte Vorteil ist, dass man hat ja keine Gangschaltung. Das heißt, wenn man in die Kurven kommt, man gibt einen kleinen Gasstoß und somit kann man sehr leicht das Auto ein bisschen in Drift kriegen. Und auch wenn man ein bisschen Last wechseln möchte, dann kann man nur ganz schnell ohne Verzug die Leistung bekommen. Und das macht es viel, viel leichter,
Und man muss ja auch sagen, dass wenn du ein Auto hast mit so viel Leistung und Quattroantrieb, dann sieht man sofort relativ gut aus, auch als Rennfahrer. Und dann ist, muss man ja sagen, ja, das sieht cool aus. Ich finde es gar nicht so schwer. Manchmal denke ich mir, das ist mit den modernen Elektroautos viel leichter als mit den alten. Also vor allem den alten S1 und D-Generation, weil ich sage, sehr alt. Da ist es eine Kunst, schön quer zu fahren. Und hier sieht das sehr sofort rhythmisch und leicht aus. Sehr, sehr. Also was mich noch interessieren würde, der Eros e-tron GT. Was macht dieses Modell innerhalb der RS-Baureihe so speziell? Na gut, RS, also ich glaube, bei RS-Modellen erwartet man immer was ganz Besonderes. Man hat so RS3-Spitze in der A3-Baureihe, RS4, RS6. Und jetzt hat man halt bei der Elektromobilität dieses RS-Modell da drin. Und das ist so eine Kombination aus RS-Genen zusammen mit den ganzen Vorzügen aus der Elektromobilität. Und das hat man sehr gut geschafft bei dem Auto. Aber dieses GT steht ja auch dafür, dass man komfortabel mit dem Auto unterwegs sein kann. Also Gran Turismo, du kannst zu viert damit in Urlaub fahren, du hast hinten Platz in dem Fahrzeug drin. Und wenn irgendwann mal eine kurvenreiche Straße da ist, dann musst du dir auch keine Blöße geben und kannst mit dem Auto ein bisschen Gas geben. Also wirklich ein Sportwagen in dem Sinne, der auch für die Zukunft gebaut ist mit der ganzen Technologie, die drin ist. Mal 800-Volt-Technologie zum Beispiel. Also, und auch das würde mich interessieren. Also wofür steht dieses 800 Volt? Ja, das wird, die Frage kommt ganz oft und ist eigentlich ganz einfach zu erklären, weil Leistung physikalisch gesehen ist nichts anderes wie die Spannung mal die Stromstärke. Mhm. Ja, und wenn du in so einem Auto viel Leistung willst, dann musst du dich entscheiden, entweder viel Spannung oder viel Stromstärke. Nur wenn du viel Stromstärke willst, dann brauchst du dicke Kabel. Mhm. Und dicke Kabel heißen viel Gewicht. Und in dem Augenblick entscheidet man sich dann natürlich für dünne Kabel, wie eine Überlandleitung, auf der man 100.000 von Volt transportiert und das dann eben wieder umwandelt in einem Trafo. Genauso ist es hier auch. Das wird gemacht. Darum entscheidet man sich für 800 Volt und nicht irgendwie für hohe Stromstärken. Wie ist es beim Hunitron? Wie wird eigentlich der Hunitron geladen? Das ist im Prinzip genau das Gleiche. Also auch, wobei, ja, beim Laden muss man sagen, laden tun wir mit 400 Volt, fahren tun wir aber mit 800 Volt. Okay, gut. Matthias, das Jahr hat ja erst gerade begonnen. Rallye Dakar, warst du dabei und hast auch schon viel erlebt. Wie geht es weiter jetzt für dich? Was steht an? Welche Herausforderung auf welche Herausforderung freust du dich jetzt am meisten? Also ganz ehrlich, nach 3 Wochen Dakar, sofort Kitzbühel, sofort Race of Champions, sofort hier nach Davos, direkt nach Finnland. Momentan träume ich von Pause, Urlaub und meine Akkus zu laden. Und danach fängt die richtige Vorbereitungsarbeit für Dakar. Aber ganz ehrlich, momentan ist der Akku ein bisschen platt. Und ich kriege so eben die Kurve und danach werden wir wieder fokussieren auf nächstes Jahr. Gut, also hast du dir deinen Urlaub redlich verdient? Also so fühle ich mich zumindest, weil ich war ja 2 Tage nach Weihnachten nach Dakar. Ja, war eine intensive Zeit, wir haben sie auch gesehen. Bastian, nochmal zurückzukommen zum Hunitron. Mit dem Hunitron ist ja Audi wirklich nochmal einen weiteren Schritt in die Richtung Elektrifizierung gegangen. Kannst du uns sagen, wie es weitergeht bei euch, gerade auch in Bezug eventuell auf neue Projekte? Oder habt ihr da schon was in Planung oder in der Pipeline? Also natürlich gibt es sehr viele Projekte, sehr viele spannende Projekte, gerade im Bereich der E-Mobilität. Verraten darf ich da nichts. Ja, also das kann ich nicht. Aber natürlich ist da sehr viel Spannendes, woran man arbeitet. Und ja, in Bezug auf den Hunitron, erstmal, wir sind super dankbar, dass wir das Fahrzeug jetzt hier noch mal fahren konnten und zeigen können. Und wir sind da auch in enger Abstimmung mit dem Hunigan-Team. Also das ist auch, es ist auch so, dass wir das machen sollen und wir sollen nicht anhalten. Und das freut mich sehr, dass wir das Fahrzeug weiterhin zeigen können mit Matthias. Und schauen wir einfach, wie es weitergeht. Sehr gut.
Olli, wie geht's bei dir weiter jetzt noch? Bei mir geht's ganz einfach weiter. Ich werde hier fast beenden können. Ich bin am 10. Februar geht's bei mir nach Hause. Ich bin 24 Stunden zu Hause und dann nach Finnland hoch. Dort 200 Kilometer nördlich vom Polarkreis sind wir unterwegs auf Eis. Zugefrorenen Seen, kann ich auch nur jeden einladen. Feine Sache. Und das bis März, ja, fast bis 31. März mit nur ein paar Tagen dazwischen. Okay. Ja, das wird aber also auch spannend. Also intensives Winterprogramm. Ja, ja. Sehr intensiv. Aber sehr macht gut. Spaß. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, Zuschauerfragen haben wir. Doch, da haben wir noch welche. Matthias, kannst du uns deine Emotionen beschreiben, als du das allererste Mal mit dem Hunitron gefahren bist? Also das ist ja was Besonderes. Das erste Mal, wo man am Gaspedal drückt, das ist ja das, was eigentlich zählt. Das war nicht voll im Grip am Schnee und Eis, aber den Gefühl zu haben, wenn das Auto anfängt zu schweben am Schnee, erste Mal einlecken, Handbremse und richtig so voll quer, das ist schon die Gänsehautmomente, wo man auch weiß, dass das darf ich auch nicht jeden Tag erleben. Und ich weiß das auch zu schätzen, weil Ken war ja auch immer sehr selektiv, wer darf seinen Autos fahren. Und ich glaube, der, sag mal, Unicorn oder der Gründerauto, der, glaube ich, hat nur er gefahren. So. Mhm. Und ich wusste nicht, ob jemand anders das richtig wild gefahren hat als Ken vorher, oder? Den Hunitron? Ja? Nein. Nein, so deshalb sage ich ja, ich bin auch ein von wenigen, wo das machen darf. Und das ist schon was Besonderes. Mhm. Privilegiert. Privilegiert. Ja, sehr, sehr. Da haben wir nochmal Matthias. Wovor hast du immer noch am meisten Angst bei deinen unterschiedlichen Rennen? Also Angst habe ich ganz wenig. Ich glaube, den Tag, wo ich Angst habe, würde ich wahrscheinlich aufhören. Mhm. Aber ich hatte sehr viel Respekt von unterschiedlichen Rennen. Sagen wir zum Beispiel 24 Stunden Nordschleife. Da fährt man extrem schnell auf der gefährlichsten Strecke, was es überhaupt gibt. Und dann gibt es auch viele Teilnehmer, wo viel langsamer fährt. Mhm. Das heißt, den Rennen habe ich extrem viel Respekt für. Dann Dakar zum Beispiel, muss man auch wissen, man ist alleine, da gibt es keinen Streckenposten. Wenn man da übermutig ist und man überschlägt sich, dann steht ja nicht gerade jemand mit gelber Flagge oder kommt einer und hilft dir, sondern dann weiß man, man ist schon in der Natur unterwegs und die nächsten Streckenposten ist deine Teilnehmer im Rennen. Und da brauchst du auch ein bisschen Respekt, um die richtige Menge Gas, sagen wir so, zu haben. Außerdem die beiden Sachen würde ich sagen, dann kommt die Angst nicht so im Spiel, weil zum Beispiel bei DTM war die Sicherheit so hoch und auch bei Rallycross auch extrem hoch. Dann muss man auch sagen, wenn ich Formel 1 Fahrer wäre, dann würde ich auch sagen, Sicherheit ist extrem hoch. Da muss richtig blöd laufen, so wie der Grosjean damals, wo in der Leitplanke und der Feuerkugel von dem Benzintank. Aber das ist wirklich Ausnahmefälle. Ja. Sehr gut. Da haben wir noch mal eine Frage an dich, Matthias. Matthias, was bedeutet es für dich als Rennfahrer, Teil dieser elektrischen Evolution zu sein? Ja, ich bin super zufrieden, weil eigentlich dachte ich mir, meine Karriere mit 40, wo ich die DTM aufgehört hat, dann dachte ich mir, ja, bald Frührente macht man vielleicht was anderes. Aber dann kam ja die Boom mit Elektroautos. Und jetzt habe ich ja mehrere verschiedene Serien gefahren. Und verschiedene Autos, Heckantrieb, Allradantrieb. Und nur dabei zu sein und zu verstehen, wo kommt es jetzt drauf an? Mhm. Weil das komplett anders mit, früher war es Turbo, Fresh-Air-Systeme, Anti-Lag-Systeme und. Und alle diese Gespräche mit Gaskennlinien und so, das kann man alles vergessen. Jetzt ist es Software, wie reguliert man die Motorleistung vorne, hinten, was will man von Gas, Bremse, Regeneration, hat das Auto das ja, nein. Das ist wie eine neue Welt, eine neue Sprache. Mhm. Und ich bin so glücklich, dass ich auch das erleben darf. Und für alle mit Audi in das Dakar-Projekt ist das Niveau von Software in das Auto, da reicht meine Fantasie am Anfang nicht wirklich so mit. Aber irgendwann kommt man in diese Welt und fängt an zu verstehen, was man machen kann. Mhm. Und da fühle ich mich schon glücklich. Und ich kann mich erinnern, als Kind, da wollte man ein bisschen älter sein, dass man den alten S1 fahren dürfte. Aber mittlerweile bin ich auch froh, dass ich diese, ich sag mal, Elektroauto-Ära mit erleben darf. Ja, und dann gerade auch so in dieser Form, also in der Form von Motorsport und aber natürlich auch privat. Also. Ja, aber ich sage ja, ein E-Auto in die Stadt zu fahren oder einen klassischen Verbrenner,
da weiß jeder, was angenehmer ist. Man gibt Gas und das Auto fährt sofort weg. Dann hüpfe ich zu meinem Verbrennerauto, dann gibt man Gas, dann kommt alles träge, langsam. Und man muss ja nicht schnell fahren, um ein bisschen dynamisch zu fahren. So, wenn man ein bisschen so fährt und positioniert das Auto und man, ja. Das, ich finde es nur ein Genuss, wenn das Auto so extrem gut reagiert, wie die E-Autos machen im Verhältnis zu meinem Verbrenner. Ja, das stimmt und das finde ich auch sehr spannend. Und ja, ich glaube, wir sind schon am Ende angekommen und ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr uns so spannende Insights, Eindrücke und auch eure persönlichen Erfahrungen mit uns geteilt habt. Und auch an Sie, liebe Zuschauer, vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Abend, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Darf ich jetzt wieder schleudern fahren? Du darfst jetzt wieder schleudern fahren.